Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück in den Nebelchroniken. Hier bei mir in den Nebellanden, wo ich gerade wieder die verrücktesten Ideen in meinem Kopf habe. Wir brauchen auf jeden Fall zuerst einmal Glas. Aber was für Glas? Das ist natürlich die Frage. Machen wir wieder grün-weiß, obwohl grün-schwarz. Ich brauche Tintenfische. Für mehr schwarzes Glas. Für mehr schwarzes Glas, denn ich glaube, das sieht sehr, sehr, sehr edel aus, wenn dort oben einfach nur eine schwarze Glasfront ist. Das wäre, glaube ich, mega schick. Findentische. Erstmal finden. Das ist das Geheimnis. Nom, 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 nom. Wo seid ihr denn, ihr Viecher, Tierchen? Dinger. I need you. Hallo Schaf. Oh, haben wir da vielleicht noch irgendwo irgendwelche lustigen Sachen drin? Essen wäre noch überall drin. Sehr schön. Wieso baut... Achso, dann baut sie erst aus, auf, weil wir da neulich die Shader ja mal gewechselt hatten. Ich erinnere mir. Und zacki. So, na du kommst auch noch her. So, jetzt haben wir insgesamt 8-mal Hallöchen. Da kriegen wir aber mehr als genug schwarze Farbe raus. Und guck mal, welch ein Zufall. Wer bist denn du? So. Hervorragend. 12. Da kriegen wir ja schon mehr als ein Stack raus. Ne, ich glaube, einmal 8 würde genügen in der Theorie. Daraus kriegen wir dann wieder jede Menge Scheiben und das... Ja, ignoriere mich nur. Komisches Hühnchen. Zumindest haben sie keine Zähne mehr. Die garstigen. Erinnert euch noch an diese uralten Texturen damals vor, ich weiß nicht wie langer Zeit. Oh, hier oben muss ich ja noch fertig machen. Ich weiß nicht, vor wie viel langer Zeit das war. Es ist auf jeden Fall schon ewig her. Mit den Hühnchen, mit den Zähnen. Es war einfach so genial. Das Texturenpack damals war einfach was Neues, was Sensationelles. Es hat einfach Spaß gemacht und ich finde es eigentlich schön, wie es sich entwickelt hat. Auch wenn wir sehr viel selber machen mussten dafür. Aber egal. So, so, so. So und so. Und dann haben wir das. Junge, wir sind heute richtig gut vorangekommen in der Aufnahmesession mit unserem Freund, dem Försterle. So, und so sieht das Dach schon um einiges besser aus als vorher, finde ich persönlich jetzt. Gibt ja Leute, die können durchaus eine ganz andere Meinung haben, aber die dürfen sie ja auch haben, ne? Soll mal jeder sich seine Meinung so machen, wie er möchte. So, auf jeden Fall jetzt schwarze Scheiben. Hier. Haben wir da vielleicht noch schwarz irgendwie? Zufällig? Gerade so? Nicht? Das ist ja schade, ne? Na gut. Einmal schwarz und dann einmal drumrum. Brumm, brumm. Und so. 20 Scheiben. Soll genügen. Achso, hier haben wir ja auch schon schwarz, ne? Naja, die kann ich zur Not dann nochmal abändern. Falls wir uns dort das ein wenig anders überlegen. So. Je nachdem, wie die Aufteilung ist. Das sieht ja lustig aus. Hier oben alles gespiegelt. Mega gut. So. Und wie gesagt, was ich da oben baue, das weiß ich noch gar nicht. Es wird auf jeden Fall etwas dunkel hier drin. Und ich kann hier nirgendwo irgendwas anbringen. Das ist ja natürlich auch... Ah, hier. So.
Und hier. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, ob das was geworden ist. Beziehungsweise hier nochmal so ein paar Sachen abladen. Und hier dann so die restlichen Sachen abladen, ne? Das Ei auch. Ja, das Ei. Wo ist mein Bogen? Hier. Meine Güte. Panik bricht aus im Lord Regenten. So, ich bin gespannt. Ihr dürft es auch sein. Ich weiß nicht, mit der Front bin ich irgendwie nicht so zufrieden. Ihr etwa? Es sieht schon ganz gut aus, aber... Da fehlt was. Ich weiß aber nicht was. Wie sieht denn das aus, wenn wir die... Wenn wir die Zweierfront machen? Wie ist denn da das, die Musterung davon? Sind das alles so Sterne? Weil dann könnte man das vielleicht ganz gut da oben mit reinklatschen. Das sieht so aus. Das können wir eigentlich auch machen. Weil dann hauen wir das schwarze Glas wieder raus. Nom, 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 nom. Aber dann gehen wir erstmal eine Runde pennen, würde ich sagen. Gute Nacht. Hä? Digga, da ist schon voll dunkel da außen, Mann, ey. Glasscheiben. 15 an der Zahl. Die Boots haben wir auch mit. So, wie ist jetzt mit Penn? Gute Nacht. So, guten Morgen. Auf nach oben. Nee, das Schwarze, das passt irgendwie nicht zu dem Gebäude, weil oben schaut es ja eher so ein bisschen freundlich aus und so. Da passen die schwarzen Scheiben hier gar nicht mit rein. Vielleicht eher was Orangenes, aber Orange haben wir ja sonst hier nirgendwo verbaut, weißt du? Oh nein! Wo ist es? Hier. Sieht man fast gar nicht. Habe ich es jetzt wieder? Hat er? Hat er. So. Naja, dann machen wir das so. Okay. Alet Kalärchen. So läuft das hier im in the Hood. So, was nehmen wir alles mit? Das Zeug auf jeden Fall. Das hier. Wir können noch einen Gag machen. Wir können jetzt noch schnell ein paar Schafe scheren. Weil, wie gesagt, ich mache hier jetzt mit der Raumaufteilung, mache ich jetzt dann erst weiter. Wenn ihr entschieden habt, wie denn der gute Förster hier leben soll. Oder wie seine Lebensumstände sind, sage ich mal lieber. Wenn die bekannt sind, dann machen wir weiter mit der Raumaufteilung und so weiter. Und in der Zwischenzeit suchen wir uns halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Haben ja, ist ja nicht so, dass wir hier nichts zu tun hätten. Hallo Farbstoff. Ich wollte eigentlich gerade hier noch so ein paar Schafblökis enthaaren, damit wir noch den blauen Teppich fertig bekommen. Und dann können wir in der Theorie eigentlich schon mal ein paar Schafe umfärben, ne? Jetzt, wo wir da so gerade grün einstecken haben und so. Können wir vielleicht ein paar blaue ins grüne umwandeln. Und vielleicht ein paar blaue mit den grünen Paaren und ein paar lilane mit den grünen Paaren. Schere. Muss ich mir, glaube ich, eine machen. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich befreie sie mal hier von ihrer Wolle. Wolle kaufe. So, sie können ruhig gleich direkt nachproduzieren. Stört gar nicht. Können sie ruhig machen. Meine werten Damen. Ja, so ist das gut. So geht man mit Beispiel voran. Können sich die anderen Damen mal bitte ein Vorbild an der schnell fressenden Dame hier nehmen? Wisst ihr, was ihr mal machen müsst? Wenn ihr in so einem, keine Ahnung, China-Restaurant oder sonst was seid. Und da gibt's Buffet. Nehmt euch einen Stuhl und setzt euch ans Buffet. Das ist mega lustig. Einfach so einen Barhocker genommen und dann mit dem Teller ans Buffet gesetzt. Klar sitzt man da nicht allzu lange, weil man dann quasi verscheucht wird, aber es ist lustig.
So, ich denke mal, das sollte dann eigentlich genügen für Blau. Da können wir hier noch 5 davon machen. Wen färbe ich denn grün? Dich färbe ich mal grün. 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 Und dich färbe ich mal grün. Dann brauche ich mal schnell ein bisschen Weizen. Nom, 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 nom. So, so ein grünes mit einem blauen. Das grüne mit dem blauen. Was wird denn das? Das sieht ja lustig aus. Du mal mit dem hier. Ist auch so eins. Ich würde es mal gerne mit einem lilanen. Da ist ein lilanes. Du mit dem grünen. Mal gucken, was das wird. Ein lilanes. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. So. Trotzdem schere ich hier jetzt noch ein bisschen was. So. Warte mal, kann man euch vielleicht noch irgendwie... Nee, kann man nicht. Huch, hallo. Und du schnell wachsen, ne? Kleine Schäfchen. So. Naja, dann fangen wir mit der grünen Produktion jetzt an. Weil, wie gesagt, blau müsste jetzt eigentlich mehr als dicke reichen. Wir sprinten jetzt einfach mal zurück. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit noch so ein bisschen wachsen und, ja, das Übliche halt, ne? Was schaffe halt so den ganzen Tag tun? Gras fressen. So. Ja, dann hat sich ja unsere Gegend wieder mal ein klein wenig verändert, ne? Ganz minimal nur. Jetzt sieht es auf der Karte dann zumindest nicht mehr allzu schäbig aus. So, ich bin mal gespannt, welchen Namen das es denn bekommt. Schattenflecken steht bis jetzt noch im Raum. Mal sehen. Ich bin mal gespannt, wann sich die Karte aktualisiert. Die hat sich jetzt seit 2 Tagen nicht mehr selbst aktualisiert. Wahrscheinlich war das nur einfach nur ein Bug von Nitrado, dass die sich nicht mehr selbst aktualisiert. Naja, egal. Das ist mir wurscht. Aktualisiere ich es halt manuell. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das heißt, wir bringen den ganzen Kladderadatsch noch eben schnell nach unten. Das Wollzeug. Und schauen mal, wie es denn eigentlich ausschaut. Ob wir denn noch von dem Blauen irgendwas brauchen oder ob wir das nächste Mal alles umfärben, was zum Umfärben geht. Aber ich glaube, Hübsches sind da... Wir sind da durch. So, wir brauchen noch 4 Stück. Okay, dann nehmen wir 3 Stück, das ist auch okay. So. Tja, 46 blaue Wolle ist noch über. So schaut's aus. So, das Grün. Käse, das Grün. Und den Lila. So. Naja, wird auch langsam. So, das kommt ja jetzt dann auch zum Schäfersheinrich das nächste Mal. Und das lagern wir ja dazwischen hier in unserer Zwischenlagertruhe. So, Materialien, die wegkommen, denke ich mal, baue ich dahin. Das sind meine Gewinne, das ist irgendwie irgendwas. So, meine Gewinne tue ich mal nach hier oben und das tue ich mal da rüber. So. Und eine Endertruhe, die packe ich da so mit her, okay. Ja, meine Freunde, dann war es das quasi wieder für diese Aufnahmesession. Waren wieder mal nur 4 kleine Folgen, aber in den 4 kleinen Folgen haben wir zumindest ein klein wenig was geschafft. Ich sag vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zusehen, fürs Dabeisein und hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Was wir denn anstellen, das weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht machen wir mal wieder eine kleine Höhlentour. Könnten wir eigentlich machen, weil wir haben jetzt da hinten irgendwie, da wo ich vorhin drunter gefallen bin vor ein paar Folgen, da könnten wir uns vielleicht ein klein wenig umsehen. Aber das sehen wir dann als... Ja, das nächste Mal, wenn ich vielleicht auch ein bisschen mehr Plan habe, was wir denn machen. Aber jetzt genug der Quatscherei. Ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Neige mein Haupt für euch. Hochachtungsvoll. Der Lordregent.